iranische Nachrichtenagentur Fars hat am Mittwoch auf ihrer Internetseite ein Video veröffentlicht, das Massengräber für amerikanische Soldaten zeigen soll, falls die USA das Land angreifen. Die Bilder zeigen Gräben und Löcher in einer unbewohnten Wüstengegend. Wann das Video gedreht wurde, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Internetseite stammen die Bilder vom Institut zur Verteidigung der Werte des Heiligen Krieges, das damit symbolisch die Bereitschaft des Iran zeigen wolle, Invasoren auf iranischem Boden zu beerdigen.